Hallo und herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Mein Name ist Dr. Wolfsherz. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, gleich zu Beginn eine Sache. Das mit den Sammelpunkten an den Tischen im Gefängnis, das hatte ich zwischendurch schon mal korrigiert. Ich gehe jetzt gerade mal eben darauf ein, weil ihr habt es in den Kommentaren nochmal geschrieben. Vielen Dank auch für die Hinweise. Ich bin immer sehr dankbar. Ich hatte es dann allerdings nach dem Speichern irgendwann korrigiert. Und auch für diese ganzen Tische hier in den Quartieren sind die Sammelpunkte inzwischen ausgeschaltet. Das heißt, nächtliche Störungen dadurch, dass hier irgendwelche Leute reinkommen, die sich eingeladen fühlen, sollten ausbleiben. Außerdem werden die Leute wahrscheinlich nicht mehr so oft hier oben essen gehen, weil die Sammelpunkte inzwischen abgeschaltet sind. So, Brayden ist schlecht gelaunt. Da gucke ich jetzt noch einmal drüber. Der ist depressiv, hat Hunger, starker Vergnügungsmangel. Okay, also es gibt relativ viel Vergnügungsmöglichkeiten in Schach. Wir hatten Hufeisenspiel und Billard, von daher ist das einfach jetzt mal sein Problem. Wir können mal kurz gucken, ob er genug Freizeitmöglichkeiten hat. Er ist ja Nachtmensch, aber die Freizeit überschneidet sich auch mit anderen. Das heißt, Schachspielen gemeinsam ist zum Beispiel möglich. Mache ich mir jetzt mal keine weiteren Sorgen. Ich habe eine neue Mod installiert. Und zwar die Day-Night-Switch-Mod. Die ermöglicht uns, Energiestrom- oder Stromkreisläufe zu schalten anhand des Tages- oder Nachtzeitpunkts. Also wenn es nachts ist, ist zum Beispiel Strom an oder aus, je nachdem wie man das am Switch einstellt. Warum habe ich das installiert? Diese Lampen hier, die 10.600 Watt jeweils, nachts ruhen die Pflanzen eh. Das heißt, jetzt wachsen die, aber ab 19 Uhr, glaube ich, gilt Nacht. Und ab da gehen die Wachstumsraten auf 0% oder steht einfach nur Ruht, weil nachts auch bei starkem Licht die Pflanzen eben nicht wachsen. Das heißt, wir können nachts diese enormen Stromfresser eigentlich sparen. Und damit das funktioniert, müssen wir erstmal natürlich so einen Switch einbauen und die Lampen über diesen Switch versorgen. Das heißt, die müssen wir hier gleich neu verbinden und dann würden wir Strom hier oben oder... Wir können einfach von beiden Seiten mal machen. Wir können das ja auch verlängern. Und dann ziehen wir Strom von oben und unten ab. Die Heizungen bleiben natürlich immer an und die Lampen verbinden wir einfach neu damit. Und das stellen wir dann so ein, dass nachts die Dinger abgeschaltet werden. Spart Strom. Dann laden sich unsere Batterien hoffentlich auch mal ein bisschen schneller auf. Ohne, dass wir gleich ein neues Geothermiekraftwerk anschließen müssen, weil wir haben ja schon zwei dran. Wir könnten noch ein drittes anschließen hier. Würde ich mir aber gerne erstmal sparen. Muss ja nicht sein. So, ein Händler exotischer Güter ist gerade vor der Tür. Das heißt, Ben geht mal gleich eben hoch. Nee, die sind schon weg. Habe ich nur vergessen, die Meldung wegzuklicken. Und noch eine Sache. Die Auflösungsfrage, die ich beim letzten Mal gestellt habe, vergisst es. Ich habe es mir selber angesehen. Ich habe mir Zugang zu einem Bildschirm verschafft, der auf 1080p läuft. Die Schrift ist mir persönlich dazu klein. Bin natürlich trotzdem auf eure Meinung gespannt. Vielleicht empfindet ihr das anders, aber ich persönlich kann da so nichts mit anfangen. So, der Switch ist an und wir stellen jetzt Active Day. Genau, das heißt also am Tag ist Strom aktiv. Jetzt verbinden wir neu und der hat sich hierhin verbunden. Passt also wunderbar. Und der hat sich dahin verbunden. Die nehmen immer so das nächste, was dran ist. Darum habe ich das hier so gebaut jetzt. Und ja, jetzt ist Strom da. Und, oh, hoppla. Und wenn gleich der oder die Nacht anfängt, dann müssten diese Lampen entsprechend ausgehen. So viel zur Theorie. Gut, dann würde ich in der Krankenstation gerne noch was umbauen. Hier habe ich es mit den Lampen vielleicht ein bisschen übertrieben. Bisschen ist gut, also eine Lampe pro Bett ist ehrlich gesagt ein bisschen viel. Darum werde ich die hier nochmal abreißen. So, jetzt ist gleich duster. Und dann werden wir nämlich nicht pro Bett, sondern pro Vitalmonitor einfach eine Lampe anschließen. Dann ist das auf jeden Fall genug Strom, denke ich mal, für den ganzen Raum, wenn an jedem Doppelbett eine Lampe ist. So. Okay. Na, ich denke, das reicht, oder? Also stellen wir uns da einfach noch eine Lampe vor, dann ist das für mich genug Licht. Wir haben gerade keine Medizinpakete mehr, schade. Sonst könnten wir natürlich auch mal dafür sorgen. Hier drin reicht eigentlich auch eine Lampe.
Sonst könnten wir halt mal dafür sorgen, dass wir die anderen Betten noch aufstellen. Insgesamt ja noch 4 Stück. Wir können den Plan mal entfernen, wir wissen das auch so. So, und ich mache jetzt ein bisschen auf Energiesparen hier. Darum kommt auch hier nur noch eine Lampe rein. Ich meine, wie oft geht da einer rein? Das ist ein bisschen zu viel, ne? So. Holzautotür ist kaputt. Alles klar, muss repariert werden. Dann zum Gefängnis für die Gefangene. Zur Krankenstation, besser gesagt. Hier müssen wir natürlich auch noch einen Vitalmonitor anschließen. Und wir haben ja hier 2 Betten nur drin stehen. Und für 2 Betten ist das ehrlich gesagt ein bisschen groß, dieses Ding. Von daher würde ich das nochmal ein bisschen umbauen. Ich stelle mir vor, dass man zum Beispiel, den Raum hier runter macht. So. Vielleicht, ja, vielleicht tatsächlich nur bis hier. Dass man hier 2 Betten reinstellt. 1, 2. Ja, den Monitor dazwischen. Und dann den Rest hier für einen anderen Raum hat. Verwendungszweck noch unbekannt. Wäre eine Möglichkeit. Bin noch ein bisschen unschlüssig. Also ich überlege mir das auf jeden Fall nochmal. Ich bin so auf jeden Fall noch nicht ganz zufrieden. Weil wenn wir jetzt das Bett hier einfach nur da hinstellen. Obwohl wir können natürlich auch noch was ganz anderes machen. So, jetzt ist ein Händler für exotische Güter nochmal gekommen. Wir können das Bett hier rüberstellen. Das Bett darüber. Ja, Gott sei Dank, gerade noch rechtzeitig. Dann ist es ein bisschen klein vielleicht, oder? Ich hab's, ich weiß, wie wir es machen. Wir machen es so. Na, das geht jetzt nicht, weil da muss erst das eine Bett verstellt werden. Dann würden wir diese Lampe abreißen. Entsprechend neue Lämpchen rein. Eine über den Vitalmonitor. Das ist natürlich nicht so schön. Wegen des Lüftungsschachts. Ne, dann machen wir die Lampen hier. Oh, wei. Man muss schon richtig klicken, sonst wird das nämlich gar nichts. Wir machen eine Lampe hier hin und eine hier, also 2 Lämpchen. Diesen Ventilator schmeißen wir wieder raus. Und wir werden einen neuen einbauen. Hier. Granitblöcke kommen dann hier runter. Und das reicht dann eigentlich. Na, jetzt. Zoe. Ja. Oh, Zoe ist eingemauert und wir sehen gerade einer Belagerung entgegen. So, Piraten von der Fraktion Schwarze Krabben sind in der Nähe aufgetaucht. Es sieht so aus, als ob sie die Kolonie belagern wollen. Sie werden Mörser benutzen, um deine Kolonisten aus der Ferne zu bombardieren. Entweder wartest du, bis es vorbei ist, oder du greifst sie an. 5 Stück. Ganz unten links. Hier haben wir die Deckung durch die Mauer. Ja, wir wissen nicht, wo sie aufbauen. Wahrscheinlich hier, könnte ich mir vorstellen. Dann kämen wir relativ offen ran. Fakt ist aber, dass wir präventiv zuschlagen werden, weil Mörserangriffe natürlich äußerst unangenehm sind. Das kommt mir gerade ja gar nicht gelegen. Aber wann kommt einem sowas schon gelegen? Ja, Sparkles bleibt hier. Ben kommt mit. Wir sammeln erstmal alle Kollegen hier. Zoe kommt auch mit. Ach, Zoe muss erstmal die Wand da aufbauen. Das machen wir mal eben ganz schnell im Vorlauf. Alles klar. So, Zoe zieht die Waffe, kommt hierher. Grace bleibt hier. Ekel kommt mit. Worthy kommt mit. Holder kommt mit. John kommt... John kommt nicht mit. Isils kommt mit. Und Brayden kommt auch mit. Haben wir nicht noch irgendeine bessere Waffe da? Eine Pistole. Dann lieber die Pistole.
Und dann bitte hier sammeln. Okay. So, wir nehmen auch unsere Tiere mit, Nosferatu und Blanche. Mal schauen, wie sie zum Einsatz kommen. Nehmt mir das nicht übel. Für mich sind Kolonisten wichtiger als Tiere. Okay, sie bauen tatsächlich dort auf. Dann könnten wir ja diese Struktur gut nutzen. Also gehen wir erstmal hier hin. Wieso ist das eigentlich nicht eingesammelt worden? Hier, kann mir das mal einer erklären? Kann mir das mal einer erklären? Wahrscheinlich nicht. So, wir müssen uns beeilen, weil der Mörserbeschuss fängt bald an sonst. So, unsere Leute gehen schnell dahinter. Ich schätze, dass wir schon beschossen werden, ja. Dann müssen wir jetzt zusehen, dass wir in Deckung kommen. Wir planen das mal ganz schnell. Zoe hierhin. Ben hierhin. Alle anderen erstmal einfach nur dahinter in Deckung. Ah, Nosferatu schon getroffen. So. Hatten wir nicht noch ein Schrotgewehr? Also das ist das Überlebensgewehr. Wo ist das Schrotgewehr? Da, bei Ekel. Wo ist Ekel denn? Ekel? Nein, die habe ich da stehen lassen. Ah. Dann aber ganz schnell jetzt ran hier. Die können wir direkt eigentlich hier hinstellen. Wenn sie denn ankommt. Holder ist Nahkampf. Würde ich vorerst noch zurückstellen. Isels ebenfalls. So, Worthy stellt sich hier hin. Ben steht schlecht, weil er niemanden im Schussfeld hat. Das heißt, Ben muss hier hin. Besser da. Und Brayden geht hier hin. Jetzt schneller, Brayden. Ich weiß, da ist... Haben wir Brayden jetzt voll getroffen? Natürlich. Zoe muss doch woanders hin. Dann stellen wir Zoe hinter diesen Baum. So, können wir denn schon nahkampftechnisch irgendwas machen? Ungern eigentlich momentan. Eigentlich mal, aber mal das Feuer konzentrieren. Die beiden schießen hier auf... Oder die drei schießen auf... Maske. Weil das, was er da macht, ist momentan nicht so wichtig. Das ist die Bedrohung. Ben schießt auch auf Maske. Sehr schön, da hätten wir Nummer 1 schon mal down. Jetzt nehmen wir uns Wilkinson vor. Hallo. So, Wilkinson. Und die beiden, ich hoffe, dass sie nah genug dran sind. Ja, sind sie. Jetzt haben wir auch noch ein verrücktes Tier, also. Sehr schön, zwei sind down. Und jetzt haben wir noch einen mit Scharfschützengewehr. Das ist natürlich jetzt noch eine Gefahr. Würde aber sagen, wir machen jetzt erstmal den platt. Der hat nämlich einen Granatwürfel und wenn er damit bauend fertig ist, weiß ich nicht, was er als nächstes macht. Und Ben versucht, Freier auszuschalten. So, und jetzt kommen Nahkämpfer runter, das heißt, wir müssen hier hin. Oh, er flieht, alles klar. Ja, dann würde ich aber mal sagen, hier, wieso geht das nicht? Wieso geht das nicht? Ja, doch, geht doch. So, vielleicht kriegen wir den ja bewusstlos hier. Aslan. Freya ist abgehauen. Okay. Wir haben es geschafft. Alle dürfen wieder die Waffen wegstecken. Und wir schauen mal, was da geblieben ist. Also, ganz klar, dass wir das alles hier natürlich mitnehmen. Ein Bauteil, ein paar Geschosse, die Waffen sind gut, also zumindest das hier. Ein überlegenes Präzisionsgewehr, einen Moment mal. Geh das mal ausrüsten, Ben. Worthy. Mace ist bewusstlos. Könnten wir retten? Schauen wir mal.
Sozial 10. Verweigert nichts. Prothesenphobie, neurotisch, kältetolerant. Was Besseres haben wir eh nicht mehr. Alles andere ist tot oder entkommen. Schade, dass das taktische Gewehr entkommt da oben. Obwohl vielleicht... Die kämpft gerade gegen den Waschbär. Vielleicht kriegen wir die ja noch. Also ich würde sagen, Ben, rettet mal hier... Oder Brayden ist verletzt. Worthy rettet Mace. Beziehungsweise fängt sie. Die Kollegen hier werden ausgezogen. Das hier nehmen wir in Besitz, beziehungsweise reißen es ab. Für die Rohstoffe. Und wenn wir es jetzt schaffen, mit Isels und Holder noch Freya bewusstlos zu Naja, das wird nichts mehr. Nee, brauche ich gar nicht hinterherrennen, das schaffen die nicht mehr. Es sei denn, es kommt nochmal ein Tier dazwischen. Nee, keine Chance. Okay, gut, dann könnt ihr auch wieder zurückgehen. Ausziehen, ausziehen, passt. Das passt auch, wir haben alles mitgenommen. Den müssen wir noch ausziehen. Da liegt mal irgendwas drunter, einfache Mahlzeiten. Die nehmen wir natürlich mit. Und einen schäbigen Schieferknüppel können wir bestenfalls noch verkaufen. Gut, ich denke, das ist in Ordnung. So, hier ist eine schlechte Schutzweste. Zieh die mal an. So. Okay, und dann kannst du weitergehen. Sind alle wieder aus dem Kampfmodus raus? Es sieht so aus. Ah ja. Gracie baut das Ding ab. Eine Kältewelle im Frühling. Und Händler exotischer Güter. Okay. Lassen wir es erstmal weiterlaufen. Brayden muss ins Krankenhaus. Hat sich passenderweise schon hingelegt. Schuss vom Überlebensgewehr in das rechte Bein. Trivialer Blutverlust. Nichts, was besonders kritisch wäre. Nichtsdestotrotz behandeln wir natürlich. Keine Frage. Ach, Worthy hat Mace getragen, alles klar. Ich habe mich jetzt schon gefragt, was das denn jetzt schon wieder soll. Also das ist natürlich ein Krankenbett. Und dann macht es eben jemand anderes. Grace fängt Mace. Grace fängt Mace. So, sehr schön. Versorgung findet später statt. Das können wir abreißen. Brauchen wir nicht mehr. Tja, und ich habe wirklich noch keine Ahnung, was wir hier bauen. Aber ich fand den Platz für die Krankenstation einfach übermäßig verschwendet. Klar kommt da jetzt noch ein Vitalmonitor rein. Und dann haben wir da auch eine adäquate medizinische Versorgung für die Gefangenen. Die sind dann nicht mehr benachteiligt. Außer halt, dass sie halt ihrer Freiheit beraubt sind. Ein Waffenhändler. Gut. Schauen wir mal. Also, den Pieler Wurfspeer behalte ich noch, weil er gut ist. Das Überlebensgewehr sowieso. Das wollte ich gerade eigentlich noch jemand anderem geben. Vielleicht Brayden mal schauen. Kaufen wir denn irgendwas hier? Ich glaube nicht. Bauteile haben wir 39. Ach, guck mal, wir können noch 40 aufstocken. Da machen wir das auch. 10 Medizinpakete. Für ein weiteres Bett. Obwohl. Nehmen wir 20. Nehmen wir 40. Teuer, aber der Spaß lohnt sich. Ich gehe jetzt aber vorsichtshalber nochmal drüber. Ah, seht ihr? Sparkles muss wieder auf Kräutermedizin. Das haben wir gemacht wegen des Herzinfarktes, meine ich. Bestmedizinische Versorgung. Und Brayden ist noch so neu, da haben wir es schlicht vergessen.
So, was machen wir mit Mace? Sollen wir den oder die... wo ist es denn? Weiblich. 40 Jahre altes Weibchen. Sollen wir sie als Organlager benutzen? Ich weiß nicht. Wir haben ja so ein paar Asthmatiker. Die würden sich sicher über Lungenflügel freuen. Piratenhändler. Ne, den lasse ich jetzt aus. Und ich würde sagen, es wird mal Zeit, dass da ein ordentlicher Boden reinkommt. Und hier, da wo Schmelzarbeit stattfindet, da können wir eigentlich auch was nicht so Schönes machen. Hier vielleicht die Granitplatten. Na, das ist doch ganz annehmbar, oder? So, Mace, was machen wir mit dir? Deine Fähigkeiten sprechen nicht gerade für dich. Also ganz und gar nicht. Verweigert aber nichts, könnte also tragen und reinigen. Ich würde sagen, Kräutermedizin erstmal und Anwerbungsgespräch. Ist auch nicht besonders schwer, 62%. Wir müssen, sobald sie in die Kolonie aufgenommen ist, übrigens nochmal umstellen hier. Weil das wird für Kolonisten automatisch hier auf den bestmöglichen medizinischen Versorgungswert gestellt. Von daher muss man da auf jeden Fall nochmal dran. Haben wir überall Stühle vor unseren... Ah, wir brauchen noch Stühle an diesen Tischen. Oh. Schlecht, schlecht, normal. Schlecht, schäbig. Das ist ja grauenvoll. Normal, normal, schlecht. Ach du Schande. Überlegen. Okay, also ist klar, dass wir die alles, was schlechter als normal ist, abreißen müssen. Sonst gibt's Ärger mit den Kolonisten. Besser gesagt, sonst wird das Ansehen des Raums eher beschädigt als verbessert. Von daher weg mit den Dingern. Nochmal, normal, nee, gut, normal. Überlegen, alles klar. Die müssen wir dann nochmal ersetzen. Die Betten sind alle gut, das haben wir schon mal kontrolliert. Also die sind mindestens gut. Der Tisch ist normal. Haben wir hier noch... Oh, der Stuhl ist schlecht. Dann, schmeißen wir den auch raus. Schäbig kommt weg. Okay. Überlegen, gut. Überlegen, überlegen, exzellent. Überlegen, sehr schön. Auch der Billardtisch überlegen, das ist alles in Ordnung. Können wir so lassen. Überlegen, gut. Exzellent. Ja, schlecht kommt weg. Überlegen, überlegen und auch überlegen, alles klar. Das geht alles. Das können wir so lassen, aber ganz ehrlich, hier bei den Gefangenen ist es mir eigentlich fast egal. Okay, zweimal schlechte Laune, Ekel und John. Und schon wieder weg. Minus 6 Grad haben wir es draußen. Gott sei Dank haben wir Heizung. Jetzt haben wir noch gar nicht gesehen, dass es bei Dunkelheit hier auch tatsächlich im Stromsparmodus geht. Ja, die Maisernte ist fertig. Dann würde ich gerne wieder umstellen auf etwas, das schneller wächst. Wie zum Beispiel Kartoffeln. Einmal Kartoffeln hier. Und unsere Medizinvorräte sind exzellent. Da brauchen wir uns im Moment keine Sorgen machen. Kartoffeln und dann würde ich sagen, hier zur Abwechslung mal wieder. Was nehmen wir da? Was nehmen wir da? Medizinpakete kann man auch gut verkaufen. Von daher gehen wir hier nochmal auf Heilwurzel. Sind eigentlich fast ausgewachsen. Eigentlich Blödsinn jetzt. Na, ist egal, wir machen es jetzt weg. Weg damit und was Neues rein. Außerdem wird das... Oh, ein Malaria-Ausbruch. Okay, also jetzt haben unsere Leute Malaria. Aber das müssen wir uns in der nächsten Folge dann anschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls es dir gefallen hat, dann lass einen Daumen da. Würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao!